Trotz der guten Konjunktur und einer niedrigen Arbeitslosenquote ist dem Statistischen Bundesamt zufolge in Deutschland fast jeder Fünfte von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Dieser Anteil ist demnach seit Jahren nahezu unverändert. Als armutsgefährdet gilt etwa, wer als Alleinlebender im vergangenen Jahr weniger als 1.064 Euro monatlich zur Verfügung hatte.